begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Treffen der ungarn-deutschen Tanzgruppen in Wemind. 8 Tanzgruppen zeigten ihr Können. Schüler können aus verschiedenen Deutschkursen wählen. Wir haben das ungarn-deutsche Bildungszentrum in Beja besucht. Tag der deutschen Nationalität. Traditionen werden in Tolna gepflegt. Fast 180 Tänzerinnen und Tänzer trafen sich am Wochenende in Wemind. Jede der 8 Tanzgruppen präsentierte bei der Veranstaltung 2 Tänze. Nach den Tanzvorführungen am Nachmittag wurden die Tänzer zum Abendessen eingeladen. Der Abend endete mit einem Unterrockball. Die Branauer Deutscher Tanzverein organisierte am 18. November 2023 in Wemind ein Treffen, wo fast 180 Tänzerinnen und Tänzer aus 8 Tanzgruppen die Gelegenheit hatten, ihr Können zu zeigen. Jeder war willkommen, von den Jüngsten bis zu den Älteren. Heute sind 8 Gruppen dabei, aus Sulok, aus Újpestre, aus Bavarc, aus Nimas. Die Fekete sind auch da. Wemind aus Bécs, die Fünfkirchenlöwe-Tanzgruppe und Gereslok. Es sind ungefähr 180 Tänzer, glaube ich. Nach den Tanzvorführungen wurde für den auftretenden Abendessen serviert. Der Abend endete mit einem Ball mit der Unterrockkapelle. Um 5 Uhr, um 17 Uhr beginnt unser Programm. Die Tanzgruppen treten nacheinander auf. Nach dem Programm gibt es ein gemeinsames Abendessen für die Gruppen. Und dann am Abend werden wir einen Ball veranstalten, wo die Unterrockkapelle für die gute Laune sorgt. Alle Tanzgruppen haben sich mit großem Fleiß und harter Arbeit auf den Tanznachmittag vorbereitet. Fast alle probierten jede Woche mit ihrer Gruppe, darunter gab auch einige, die zu den Proben in eine ganz andere Stadt reisten. Wir proben wöchentlich oder alle zweite Woche einmal im Bécs, weil dort ist unsere Basis und der Heil Helmut, der ist unser, er macht die Proben mit uns. An dem Tanznachmittag nahmen auch neu gegründete Tanzgruppen teil. Sie haben auch ein hohes Niveau getanzt. Wir haben da eine jugendliche Tanzgruppe, wir heißen uns Junge Hipster. Die Mitglieder sind fast ganz Jugendliche. Wir haben jetzt 9 Paare in der Tanzgruppe, ja, und wir haben jeden Freitag eine Probe. Wir haben sehr viel probiert, wir sind so jung, weil im 2021 haben wir uns gegründet. Und ja, deswegen müssen wir sehr viel proben. Jede Gruppe bereitete 2 Tanzaufführungen für die Veranstaltung vor. Mit 2 Tänze treten wir auf, also die Tänze von Bavarc und die Tänze von Wemind. Ja, das haben wir auch öfters geprobt. Und also die Tänze, die tanzen wir schon lange her. Und ich glaube, also, da wird kein Problem. Also das machen wir gerne und mit Lust. Die Tanzgruppen wollen nicht nur ihr Können unter Beweis stellen. Sie wollen auch ihre Traditionen, wie zum Beispiel die Volkstrachten, weitergeben und die jüngere Generation motivieren, diese Werte am Leben zu erhalten. Szeretnénk mi is motiválni a fiatalabbakat. Úgy vesszük észre, hogy nagyon jó ösztönzést jelent ez a gereslaki általános iskolásoknak is. Látni a felnőtteket, a pedagógusokat, a szülőket a színpadon. És ez egy plusz motivációt ad őnekik is, ott is nőtt most a létszámunk, és egyre több zenészünk van utánpótlásban, és alakult egy kórusunk is. Ziel der Veranstaltung war nicht nur die Weitergabe von Traditionen, sondern auch das gegenseitige Kennenlernen der Mitglieder der Tanzgruppen und das Knüpfen enger Kontakte. Die Organisatoren des Treffens halten es auch für wichtig, dass die Tänzerinnen und Tänzer die Choreografien anderer Tanzgruppen sehen können und sich in Zukunft von ihnen inspirieren lassen. Uns war es wichtig, wieder so eine Veranstaltung zu machen,
wo die verschiedenen Tanzgruppen ein bisschen zusammenkommen können und einander kennenlernen können auch, und auch die Tänze und die Auftritte voneinander anschauen können. Die Gemeinschaft, glaube ich, ist das Schlüsselwort. Ohne solche Veranstaltungen können die Jugendlichen einander nicht kennenlernen. Und durch so eine Veranstaltung haben sie dann die Möglichkeit, nicht nur als Tanzgruppe eine Gemeinschaft zu sein, sondern auch als ungardeutscher Tanzgruppen, also von der Gegend, eine ganz große Gemeinschaft zu sein. Tanzen ist auch sehr wichtig, um die Identität zu fördern. Für die Mitglieder aller Tanzgruppen ist es wichtig, die deutsche Nationalkultur zu pflegen. Darüber hinaus legen sie großen Wert darauf, ihr Wissen weiterzugeben und dem Publikum bei einer Tanzaufführung einen Mehrwert zu bieten. In unserem Magazin haben wir bereits über die deutschen Nationalitätenschulen in den Komitaten Branau und Tolnau berichtet. In der heutigen Sendung besuchen wir das Ungarndeutsche Bildungszentrum in Beuer, wo wir uns vor allem nach dem Gymnasium, der Einrichtung und dem dort angebotenen Deutschunterricht erkundigen. Auch im Komitat Bácskiskun spielt das deutschsprachige Schulwesen eine wichtige Rolle. Wenn Sie Ihre weiterführende Schuljahre in einem deutschnationalen Umfeld verbringen möchten, sollten Sie sich beim UBZ in Beuer bewerben. Das Ungarndeutsche Bildungszentrum garantiert allen Kindern, vom Kindergarten bis zum Abitur, eine deutschsprachige nationale Minderheitenbildung. Prinzipiell ist das Ungarndeutsche Bildungszentrum eine Schule, die es seit vielen Jahrzehnten gibt, seit 1956. Und in den Jahren hat sich die Schule immer weiterentwickelt. Für lange Zeit war es ein Nationalitätengymnasium mit einer deutschen Abteilung, wo man auch schon sowohl das deutsche als auch das ungarische Abitur machen konnte. Und seit dem 1. September jetzt 2023 sind wir eine von 140 deutschen Auslandsschulen, die es in der Welt gibt. Und sodass die Schüler hier die Möglichkeit haben, entweder deutsches und ungarisches Abitur zu machen oder an ein Nationalitätengymnasium zu gehen oder an ein Technikum zu gehen. Kinder hier bei uns beginnen mit 3 Jahren. Wir haben auch einen Kindergarten mit 134 Kindern und dann so um die 900, etwas über 800 Kinder besuchen die Schule. Schule bedeutet bei uns Grundschule, 1. bis 4. Klasse und dann ab der 5. Klasse ist es schon Gymnasium. Das ist die deutsche Auslandsschule, die Schulstruktur. Nach der 6. Klasse können die Schüler dann wählen, ob sie in der deutschen Auslandsschule bleiben oder ins Nationalitätengymnasium wechseln. Das wird ein 6-klassiges Nationalitätengymnasium dann sein. Und dann nach der 8. Klasse kann man nochmal wählen, wer dann ins Technikum, in die Berufsbildende mit Abitur abschließende. Das ist auch ein ziemlich neues, würde ich sagen, in Ungarn neuer Schultyp wechseln können. Natürlich kann man auch quer einsteigen, nach der 8. Klasse aus den Grundschulen der Umgebung oder aus solchen Familien, wo die Sprache gelebt wird, die mit irgendeiner deutschen Vergangenheit, entweder in Ungarn oder in Deutschland, da leben, die können dann die Kinder zu uns bringen oder mit 0 Deutschkenntnissen in die Sprachvorbereitungsklasse und dann nach diesem 9. Jahrgang können sie nochmal wählen, in welchen Zweig sie einsteigen. In die deutsche Auslandsschule, in die deutschen Klassen nennen wir sie, in die ungarndeutschen Klassen, das sind dann Nationalitätengymnasium und Technikum. Die Bewerber können zwischen 3 Klassen wählen, zusätzlich zu den Kursen Deutsch, Deutsche Nationalität und Deutsch Technikum gibt es eine Sprachvorbereitungsklasse für diejenigen, die noch nicht so gut in Deutsch sind oder ihre Sprachkenntnisse vor dem Eintritt in das Gymnasium verbessern wollen. Die deutsche und deutschnationale Schüler lernen die meisten ihrer Fächer auf Deutsch. Sie haben auch die Möglichkeit, am Ende des 12. Schuljahres zusätzlich das Abitur auf Deutsch und auch auf Ungarisch abzulegen. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen
einer deutschen Auslandsschule und im Nationalitätengymnasium ist tatsächlich, dass man bei uns beide Abiture an der Auslandsschule bekommen kann. Ein Kind bekommt also am Ende der 12. Klasse ein ungarisches Abiturzeugnis und ein deutsches. Der zweite Unterschied ist, dass es an einer Auslandsschule viele Lehrkräfte gibt, die aus Deutschland hierher kommen und deshalb also als Muttersprachler unterrichten. Und das ist vielleicht der Vorteil, den wir haben, dass sich da also authentisch ungarische, deutsche und ungarndeutsche Kultur an unserer Schule treffen können. Und was nun wiederum Auslandsschule und Nationalitätenschule verbindet, ist, dass natürlich Deutsch unser zentrales Thema ist. Beide Schulteile wollen, dass die Kinder die deutsche Sprache mögen, die deutsche Sprache lernen und etwas über Deutschland lernen. Ich besuche die Klasse 12c und das ist eine Nationalitätenklasse. Darum habe ich diese Schule gewählt, weil ich eine neue Sprache lernen wollte und früher habe ich Englisch gelernt. Mein Ziel ist das, dass ich gut sprechen kann und ich möchte vielleicht in Deutschland studieren und dort eine Uni besuchen. Ich besuche die Klasse 12c im Nationalitätengymnasium und ich möchte die deutsche Sprache besser eigentlich sprechen, deshalb bin ich hier. Ich möchte einmal nach Deutschland gehen und dort arbeiten. Ich besuche die 12c und ich habe diese Schule gewählt wegen dem niveauvollen Unterricht. Ich möchte die Sprache später in meinem Job benutzen vielleicht oder ich möchte vielleicht nach Deutschland gehen. Die Fachschule ist für diejenigen interessant, die bereits über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen und sich auch für den Tourismus interessieren und zusätzlich zu ihrem Schulabschluss einen Berufsabschluss erwerben möchten. Sie lernen auch Deutsch und Englisch und haben viele Möglichkeiten, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, die in jedem Bereich wichtig sind. Nationalitätentechnikum gibt es vielleicht im ganzen Lande nur bei uns. In diesem Schulteil lernen die Kinder am wenigsten Deutsch. Hier lernen sie Fächer nicht mehr auf Deutsch. Sie lernen deutsche Sprache mit etwas Literatur und Nationalitätenkunde natürlich. Daher ist es auch Nationalitätenbereich, aber schon eine Stufe weniger, was Sprache angeht. Aber für sie ist es sehr, sehr wichtig, weil sie auf dem Gebiet Touristik ihren Beruf erhalten werden. Und dann mit Deutsch und Englisch sind sie einmal gut grundausgerüstet für diesen Beruf, für den Empfang der Gäste, für die Organisierung der Reisen, wofür sie dann hier gewappnet werden. Also das sind so die Themen, die sie lernen. Und Tourismus heutzutage ist, denke ich, eine Branche, wo man Zukunft hat, wo man solche Leute gut gebrauchen kann, die dann diese zwei Sprachen als Grundgerüst haben und darüber hinaus kann man dann noch immer mit lateinischen Sprachen weitergehen. Én a D-osztályba járok, ami egy turisztikai technikus osztály, és azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon jó nyelvi alapokat ad, és a nyelv az úgy gondolom, hogy mindenhova szükséges. Olyan szinten van célom a német nyelvvel, hogy nagyon fontos a tovább tanulás szempontjából is, és az életben bármilyen területen jól jöhet a nyelvtudás, vagy ha esetleg nem Magyarországon szeretnék maradni később, akkor ez nagyon jól jön. Studenten, die weiter von der Schule entfernt wohnen und nicht jeden Tag fahren möchten, können ihre Tage in Studentenwohnheim der Schule verbringen. Das Leben im Internat hat viele Vorteile. Es werden viele Aktivitäten für die Schüler organisiert und im Laufe der Jahre entstehen starke und gute Freundschaften. Ich denke, das Internat ist eine Party, immer. Mhm. Wir sind in vierköpfigen Zimmerchen. Wir können zusammen lernen, wir können zusammen unsere Probleme sprechen, über unsere Probleme sprechen. Und wir haben sehr viele Programme im Internat. Zum Beispiel, wir haben am Nachmittag emsigehende Programme, wo wir können pflegen die ungarn-deutsche Kultur und unsere Identität.
Zum Beispiel, wir haben Tanznachten, wir kochen zusammen zum Beispiel. Für Schüler, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren, ist es eine gute Idee, sich an eine Einrichtung mit einem hohen Niveau des Sprachunterrichts zu bewerben. Am Gymnasium in Beuer sind auch Schüler willkommen, die sich in erster Linie auf Sprache konzentrieren und die dazugehörige Kultur erlernen und weitergeben wollen. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Man kann hier an verschiedenen Stellen auch ganz ohne Deutschkenntnisse anfangen. In der ersten Klasse sowieso kann jeder kommen. Wir haben dann aber nach der achten Klasse auch die Möglichkeit, dass Kinder in eine Sprachvorbereitungsklasse, in eine 0. Klasse kommen und dort eben ein Jahr lang Deutsch lernen und dann in der 9. Klasse weitermachen. Also jeder, egal ob er Deutsch kann oder nicht Deutsch kann, kann bei uns an verschiedenen Stellen einsteigen und ist herzlich willkommen. Und ich glaube, das Besondere am Ungarn-Deutschen Bildungszentrum ist eben, dass wir verschiedene Wege zum Abitur anbieten. Also man kann eben, wie gesagt, die deutsche Auslandsschule machen, deutsch-ungarisches Abitur. Man kann aber auch ins Technikum gehen und dort eben ein Fachabitur machen, eine Tourismusausbildung bekommen, sodass ich glaube, wir wirklich sagen können, hier ist für jeden was dabei. Die Pflege der bunten, 300 Jahre alten Kultur der Ungarndeutschen ist für die Bewahrung der Identität unerlässlich. Auch für junge Menschen ist es wichtig zu wissen, woher sie kommen und sich der Bräuche und der Geschichte ihrer Vorfahren bewusst zu sein, denn so können sie ihre Identität bekräftigen. Die Bewahrung von Traditionen und die Weitergabe von Kultur spielen auch in der Bildung eine wichtige Rolle. Ich bin davon persönlich überzeugt, wenn wir in unseren Familien uns herumschauen, die stolzesten Ungarn finden irgendwelche andere Völker bei den Ahnen, wenn man zurückgeht ein bisschen in der Familiengeschichte. Und es ist dann ganz unterschiedlich, wie weit man die Identität zu diesen Ahnen hat, wie weit man die eigenen Vorfahren kennt. Und das ist bei uns auch schon passiert, dass eine Schülerin in der eigenen Familie die Vorfahren gefunden hatte und einfach die Identität aufgeblüht ist. Also, und nicht nur bei einer, es kommt bei mehreren vor. Es ist natürlich für uns leichter und einfacher, wenn Schüler schon mit diesen Gedanken zu uns können, dann können wir alles Mögliche dazu anbieten und alles Mögliche mit den Schülern erleben und dann sind die Toren offen. Wenn die Toren eher zu sind, weil sie sich darüber vielleicht noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben, aber das ist im Gymnasium diese empfindliche Phase, wo sich Kinder finden. Ich habe schwäbische Vorfahren, meine Urgroßmutter war schwäbisch und zu Hause, wir pflegen die Traditionen. Ich bin eine Mitgliederin der Tanzgruppe und ich gehe sehr oft zu diesen traditionellen Programmen. Die Traditionen sind sehr wichtig für mich, weil meine Großeltern sind Ungarndeutschen. Wir kochen zusammen ungarndeutsche Speisen zu Hause und jährlich ich gehe zu Landesrezitationswettbewerb und damit pflege auch ich die Sprache und ich möchte die Sprache entwickeln. Das UBZ in Beuer ist eine gute Wahl für angehende Gymnasiasten, die sich für deutsche Traditionen interessieren oder die im Komitat Bácskiskun Deutsch und Englisch auf hohem Niveau lernen wollen. Die Schule bietet eine gute Grundlage für diejenigen, die ihr Studium im Ausland fortsetzen oder bereits während der Schulzeit etwas über Tourismus und einen Beruf lernen möchten. Sie hilft auf diejenigen, die noch nicht wissen, welche Ausbildung sie machen wollen. Die Berufswahl ist eine schwierige Entscheidung, aber es ist klar, dass junge Menschen mit einer deutschen Sprachprüfung und guten Sprachkenntnissen in jedem Bereich anfangen und leichter einen Arbeitsplatz finden können. Der Tag der deutschen Nationalität in Tolna fand zum 29. Mal statt. Im Rahmen der Veranstaltung erhielten die Lehrerin Erika Koch-Paratny und der Freundeskreis der deutschen Nationalität Tolna den Preis für das deutsche Erbe der Stadt Tolna.
Das Ziel der diesjährigen Veranstaltung war wieder die Pflege von Traditionen. Dieses Jahr fand der Tag der deutschen Nationalität zum 29. Mal in Tolna statt. Das Kastaniengarten Kindergarten und die Morvosinski Grundschule sowie zwei lokale Chöre repräsentierten ein Programm. Monika Philipp, Vorsitzende der deutsch-nationalen Selbstverwaltung von Tolna, sagte, das Hauptziel der Veranstaltung sei die Pflege von Traditionen. A fő célkitűzésünk még az, hogy a német nyelv és a tolnai, illetve a mőzsi dialektus fennmaradjon. Ezért olyan műsorszámokkal igyekszünk bemutatni a városnak a nemzetiségi kultúráját, hogy bizonyítsuk azt, hogy igen, mi teszünk azért, hogy ez fennmaradjon. Der Tolna Stadtpreis für Deutschtum wurde vor drei Jahren von der Vereinigung gegründet. Er steht Einzelpersonen und Nichtregierungsorganisationen offen, die sich für die Erhaltung der deutschen nationalen Traditionen einsetzen. In diesem Jahr erhielt Erika Bertani Koch den Preis für ihre Arbeit als Lehrerin. Többek között az én szüleim is egész az 1790-es évekig visszamenőleg csak német család, és főleg a mi generációk, meg az előző generációknak nagyon fontos volt, hogy a kultúrájukat megőrizzék, és ebből egy kis morzsát, szeletet próbáltam én is megmenteni, és az óvodában ezzel foglalkozni. Az NGO erhielte der Freundschaftskreis von Tolnauers Deutschen den Preis. Der Verein hat in den vergangenen Jahrzehnten viel für die deutsche Gemeinschaft in Tolna und Mösch getan, sagte Maria Lehm, Chorleiterin. Ha visszatekintünk csak egy csöppet, ez a régió, ez végig sváb régió volt, német anyanyelvű, betelepített németség, csak mondjuk a háború vége közben szólt, és sokat kitelepítettek. Nekünk is a családunknak a háromnegyed részét elvitték annak idején, és úgy éreztük, hogy ezzel tudjuk igazából tartani velük a lélekbeni kapcsolatot, hogy mi itt megmaradtunk sváboknak. Nach dem kulturellen Aktivitäten endete der Tag mit einem Abendessen. Die deutsche Selbstverwaltung plant, die Veranstaltung auch in Zukunft zu organisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.